Au! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Leos Alltag. Ja, wenn ihr das letzte Video gesehen habt, ich verlinke es mal, dann habt ihr ja gesehen, dass die Eingewöhnung in Gefahr war, weil meine Tochter am Samstag leider krank geworden ist, also sprich Fieber bekommen hat. Und Fieber ist dann halt so ein komplettes Ausschlusskriterium. Glücklicherweise ist Sonntag das Fieber runtergegangen bzw. weggegangen und am Montag ist das auch so geblieben. Das heißt, am Montag konnten wir zurück in die Kita. Sie hat eine Schnupfnase, aber das ist für die Kita tatsächlich nicht allzu wild und deswegen konnte man fortführen. Heute ist Freitag und ja, was soll ich sagen? Es läuft ja meines Erachtens ein kleines bisschen langsam, habe ich so das Gefühl, aber es läuft so, wie die es sich erhoffen und auch alles super. Das heißt, ich konnte am Dienstag direkt auch dann die Kita verlassen für eine Stunde und habe sie dann ganz alleine dort gelassen. Bin dann einfach nach einer Stunde wiedergekommen, habe sie abgeholt. Das Gleiche hat sich am Mittwoch wiederholt und am Donnerstag haben wir das Ganze ein bisschen länger gemacht. Also nochmal eine Viertelstunde länger oder 20 Minuten. Und heute ist der erste Tag, wo sie auch zum Frühstück da ist. Da meine Tochter gerne isst, bin ich der Meinung, dass sie denken wird, ach Mensch, hier in der Kita gibt es auch was zu essen, das ist ja toll. Und deshalb bin ich da sehr guter Dinge, dass auch das klappt. Ansonsten hätten die auch, glaube ich, schon angerufen. Es ist jetzt nämlich 9:45 und um 8:15 habe ich sie dort abgegeben und hole sie um 11 wieder ab. Ja, also, es läuft also sehr, sehr gut. Und ja, was soll man dazu sagen? Es ist im Prinzip die zweite Woche gewesen. Ne? Für mich als Vater ist es okay. Also ich habe diese freien Zeiten immer damit verbracht, entweder einkaufen zu gehen oder etwas zu erledigen, was erledigt werden musste. Bin mal in den Baumarkt gefahren, habe hier natürlich den Haushalt geschmissen. Das ist übrigens eine Sache, die man sehr, sehr gerne vergisst. Man macht ja nicht nur die Eingewöhnung in der Kita, sondern hat ja auch im Prinzip den ganzen Haushalt zu schmeißen, zumindest fast den ganzen Haushalt, weil meine Frau ja wieder in Vollzeit arbeitet. Aber ich mache das gerne. Schwierig ist es tatsächlich, wenn ich dann den Großen abhole und wenn beide hier sind. Und dann wird es tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig oder kritisch, weil sie hatte auch in dieser Woche jetzt zwei Tage, die einfach nicht gut waren. Da hat sie viel geweint und viel geschrien. Und dann war sie gerade mal ruhig, wo wir den Bruder abgeholt haben von der Kita und da fängt er an. Ne? Also da gibt es halt manchmal Tage, die halt nicht so cool sind. Gerade mit zwei Kindern merkt man es, dass es nochmal eine ganz andere Nummer ist als mit nur einem Kind. Ja, gestern übrigens hatte ich auch eine sehr schöne Challenge, also beziehungsweise ich hätte mir das aussuchen können, aber ich habe gesagt, komm, das machen wir. Und zwar hat die Mutter von einem Freund, von meinem Sohn, gefragt, ob sie ihren Kleinen hier abgeben kann für eine Stunde oder eineinhalb Stunden. Und dann habe ich einfach mal ja gesagt, weil auch sie hat unseren Großen auch schon öfter genommen. Und deshalb war das sehr, sehr spaßig, dass ich hier dann drei Kinder hatte auf einmal. Aber auch das war alles möglich, es war total pflegeleicht, alles super. Und ja, das war die Woche Nummer 2. Also es läuft alles ja, wie erhofft. 2 Wochen habe ich noch Elternzeit. Ich bin guter Dinge, dass wir das in diesen 2 Wochen jetzt wirklich hinbekommen. Im besten Fall ist Ende nächster Woche. Ist tatsächlich schon so, dass sie da auch schläft im Bestfall, also zum Mittagsschlaf macht. Ja, wir werden sehen. Ich werde mich nächste Woche nochmal melden, werde euch auf mal Laufenden halten, was so alles passiert ist. Ich werde versuchen, jetzt noch ein paar andere Videos zu produzieren. Ich habe da noch ein bisschen was, noch ein paar Ideen. Auch ein größeres Projekt für Dezember. Ja, werden wir mal schauen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das abonniert, denn die nächsten Videos, die kommen, werden auf jeden Fall interessant. Wenn ihr da Bescheid bekommen wollt, dann abonniert mich gerne. Das Glöckchen da unten könnt ihr auch aktivieren, wenn ihr wollt. Ansonsten auf Facebook und Instagram bin ich auch vertreten. Unten in der Videobeschreibung sind alle Links. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann, euer Leo.